Willkommen zurück, Leute, zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Weiß 2. In dem letzten Part, Leute, hatten wir irgendetwas gemacht und jetzt machen wir weiter damit. Aber zuerst möchte ich euch noch allen sagen, ein frohes neues Jahr allerseits. Ja, wir sind jetzt 2013 und wir haben heute den 1.1.2013. Und ich wünsche euch allen einen guten Rutsch in das neue Jahr. Außerdem hat sich jetzt im Spiel der Winter zum Frühling verwandelt, ne? Ihr seht schon, der Boden ist nicht mehr keine Ahnung, wie er früher war. Auf jeden Fall ist er jetzt grün und ihr seht schon, keine Ahnung. Auf jeden Fall machen wir gleich mal weiter und begeben uns in dieser Traumbrasche. So, hier steht Tias. Tias. Ja, das war das legendäre Pokémon Latias, wie unschwer zu erkennen ist. Ich denke, das muss man auch nicht sagen. Dieses werden wir auch bestimmt in diesem Part noch einfangen. Also, sollte auf jeden Fall drin sein, falls ich nicht fällen sollte durch irgendeine... Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Und, Was gibt's hier alles zu nehmen? Hier gibt es nur Items. Ich glaube, es gibt ja auch Trainer, ne? Oh mein Gott, hier gibt es auch Trainer. Die habt ihr beinahe vergessen, Alter. Wie konnte ich die bloß vergessen? Was los mit mir? Ich weiß es nicht. Die sollten sich irgendwo hier in einer komischen Treppe befinden, ne? Da hinten irgendwie. Ja, da hinten. Aber wie komme ich da irgendwie ran? Keine Ahnung. Warte. Wo führt das mich jetzt hin? Fuck. Ja, das führt mich hier oben. Und dann? Ich muss da hin. Warte, das hier führt mich zu diesem Item, ne? Stimmt, auffallend. Okay, wo ist dieses komische Latias? Latias, wo bist du? Naja, das ist sowieso jetzt nicht wichtig, denn ich möchte es jetzt noch nicht, ne? Ich möchte zuerst diese Trainer finden und sie alle bashen. Denn das hat jetzt im Moment Priorität. Latias können wir auch demnächst fangen, also ja. Nach diesen Trainern. Das sollte alles in diesem Part noch vorkommen. Ah, so, hier. So geht das. Ach, stimmt auffallend. So, hier kann man dann durch. Und hier findet man einen Mondstein. Ein nutzloses Item in diesem Spielverlauf, also nachdem man so weit im Spiel vorgedrungen ist. Nicht wirklich etwas, das man brauchen sollte. Aber okay, ist okay. So, wie gesagt, gibt es hier Trainer. Und ganz ehrlich, ich hab gar keinen Bock auf die, Mann. Lass mich alle gehen, ich hasse euch alle. Ich möchte euch alle nur bashen. Komm her. Also sind das die weglaufen? Das raff ich irgendwie nie, ne? Oh, ich schwör's dir, Alter. Ich schwör auf Buddha. So, komm her. Ist das mal blöd? Ich meine, warum muss ich dem hinterherlaufen, wenn er kämpfen möchte? Ey, ist das mal cool? Wisst ihr eigentlich, sind es ja die Trainer, die mir immer hinterherlaufen, um zu kämpfen. Und diesmal ist es gerade umgekehrt. Ich muss denen hinterherlaufen. Ist das nicht die Ironie des Lebens? Doch ist es. Eigentlich könnte man die glatt ignorieren. Aber das wäre unfair, ne? Das wäre voll uncool, denn ich kann keine Trainer auslassen, wenn sie mich so verdächtig angucken. Und mich so... Ihr wisst schon, ne? So, sie wollen gegen mich kämpfen, also muss ich denen Beef geben. Ist doch klar. Klar wie Kloßbrühe. Und außerdem bekommen wir gute Erfahrungspunkte, die wir bestimmt demnächst brauchen werden. Denn es kommen noch einige coole Kämpfe auf uns zu. Und da muss man schon sein Team einigermaßen vorbereitet haben, ne? Es gibt auch ein paar Kämpfe hier im Spiel, die vorkommen werden, die in meinem anderen Let's Play nicht vorgekommen sind. Also ich hatte zum einen nicht gegen einen gekämpft. Und da ich jetzt auch den Memento-Link, also diesen Link mit meinem anderen Spiel gemacht habe, kann ich außerdem noch mit Sharon und mit der anderen, mit Bell, gegen Bell kämpfen. Das kriegt ihr bei euch bestimmt nicht zu sehen, falls ihr das mit dem Memento Link nicht gemacht habt. Aber bei mir bekommt ihr das zu sehen demnächst. Also ich kann die jetzt schon herausfordern, aber also eigentlich nur Sharon. Ich weiß, wo er sich befindet, aber ich möchte zuerst gegen Bell kämpfen. Die befindet sich am Anfang von Avenicia. Und ich höre gerade irgendjemanden mit Böllerknüllern hier rumwerfen. Was soll denn der Mist? Es ist gerade 7:30 Uhr morgens. Ja. Naja, egal. Soll mich jetzt nicht weiter rühren.
Und ja, gegen die werden wir auch dann irgendwann demnächst kämpfen, wenn wir irgendwann dahin kommen. Also jetzt kommen wir, warte, zu welchem? Wir sind jetzt in Orion City. Das heißt, die nächste Stadt sollte Venetia sein, ne? Aber bis dahin ist, kommen noch sehr viele Trainer auf uns zu, was an sich sehr schwul ist. Naja, die werde ich auslassen irgendwie. Ich werde die skippen, denn es sind sehr viele, ich weiß es noch. Ja, ich merke auch, dass die Parts immer weniger Aufrufe bekommen. Und immer weniger Likes. Das zeigt mir ja schon, dass ihr das hier nicht gerne guckt, ne? Oder? Naja, ich kann halt nicht... Das Problem ist, ich muss das ganze Spiel zeigen. Ich kann jetzt nicht einfach Ausschnitte aus dem Spiel zeigen, einfach die für die interessant sind. Wenn ich einen LP mache, muss ich leider alles zeigen, ob ihr es möchtet oder nicht. Ja, ihr müsst das Ganze dann nicht gucken, was mich wieder traurig macht, aber ich kann auch nichts für. Ich meine, es ist ja eure Entscheidung, ob ihr Bock habt, das zu gucken. Wenn, ihr müsst euch auch nicht zwingen, was auch sehr blöd wäre an sich. Deshalb, ja, guckt es einfach nicht, falls ihr keinen Bock habt, und wartet einfach, bis die Parts kommen, die euch interessieren. Würde ich auch so machen, ganz ehrlich, also. Ich muss zwar zugeben, dass ich mir im Moment gar keine Let's Plays mehr angucke von gar keinem, außer meine eigenen, aber die muss ich mir angucken, um zu überprüfen, ob alles okay ist. Aber meine eigenen Let's Plays finde ich sowieso okay, die gucke ich mir gerne an, denn... Ja, sich selber kennt man ja am besten und sich selber kann man ja auch schlecht anlügen, ne? Ich kann ja meine Hintergedanken, wenn ich irgendetwas rede und... Ja, bei anderen Let's Playern ist es halt so, man weiß nie, was der Hintergedanke von denen ist. Und ja, da ist es so schwerer, den Glauben zu schenken. Für einige bestimmt nicht, aber naja, bei den meisten herrscht sehr krasse Geldgeilheit, sagen wir es mal so. Und bei den meisten merkt man das leider und ich hasse das. Es kotzt mich einfach an. Ne? Und ich mache meine Let's Plays, glaube ich, mit Liebe. Also wenn nicht, dann habe ich irgendetwas falsch gemacht und ich weiß nicht. Aber für mich auf jeden Fall, von meiner Seite aus, mache ich alles richtig bisher. Und das ist das, was zählt, ne? Also, ich denke, da können wir auch die meisten zustimmen. Wenn nicht, dann habt ihr Pech gehabt. Ich stimme mir selber zu, das reicht doch, ne? Komm, Funkelstein. Jetzt finde ich überall diese Steine und jetzt ist das Spiel an sich so theoretisch gesehen vorbei. Sehr schön, das macht ja auch so viel Sinn. Ja, ja, Forschung hin und her. Ich möchte dich einfach nur kaputt schlagen, in Stücke fetzen. Aber, ja, so ist aus Interesse. Was habt ihr so am Silvester getan, Leute? Würde mich so sehr interessieren. Wart ihr mit eurer Familie, mit Freunden? Wo wart ihr? Wo wart ihr? Sagt es mir. Also, ich war mit meinem Cousin. Ja, mit dem war ich irgendwo hin. Einfach mal zu einer Party, ja. Wir wollten einfach mal irgendwo abfeiern. Und das war an sich sehr cool, ne? Also, hatte schon Spaß gemacht, hatten sehr viele Chicas gesehen, was an sich das Wichtigste war und der Hauptgrund, warum wir überhaupt irgendwo hingehen. Und ja, das war an sich sehr, sehr chillig, ne? Also ich denke, es wäre besser gegangen, hätte ich das Ganze mit meiner Familie gefeiert, denn mit der Familie ist es immer am besten, glaubt mir. Egal wie ihr es macht mit der Familie, macht es immer am meisten Spaß. Keine Ahnung warum, ich weiß nicht, wie das sein kann, aber es ist einfach so. Fakt. Man kann sich auch einfach besaufen lassen, also, ja, aber ich weiß nicht, das, nee, ist nicht wirklich ein guter Vorsatz, um das Jahr, neue Jahr zu starten, ne, sagen wir es mal so. Naja, ist jedem das seine. Für mich war es ein sehr, ja, chilliges, Jahr. Ich werde auch jetzt demnächst, ich glaube heute sogar, werde ich einen Jahresüberblick machen, zu dem, was, ich in diesem Jahr erreicht habe in dem letzten Jahr, sagen wir jetzt mal so 2012. Und das könnt ihr euch gerne mal geben, falls ihr Bock habt. Also ich habe bis jetzt noch nicht aufgenommen, falls ihr das wissen möchtet. Ich werde mir aber jetzt mal Zeit nehmen. Das kann bis zu eine halbe Stunde dauern, das ist abhängig, ich weiß nicht. Ich werde alles sagen, was mir gerade auf dem Herzen liegt, was ich alles erreicht habe und was ich nicht erreicht habe und was ich erreichen möchte in diesem Jahr hier, 2013. Wird bestimmt ein geiles Jahr, ich freue mich sehr. Werden auch noch sehr viele Let's Plays von mir folgen, ne? Hoffen wir, dass der Kanal Bladus weiterhin wächst mit der Community, mit den Fans und allem drum und dran. Denn, ja, das Ganze ist voll cool und mir macht es Spaß, euch bestimmt auch. Also, ich denke, es wäre schon geil, wenn der Kanal Bladus etwas weiter, keine Ahnung, wachsen würde. Ja, wachsen würde klingt richtig, ne? That's what she said, anyways. Und ja, das ist das, was ich so an sich sagen wollte. Also schreibt mir mal unbedingt, was ihr so getan habt. Würde mich sehr interessieren, ne? Ich bin so ein Drecksack. Und ich hoffe, dass sich diesen Part hier viele angucken. Dann, ja, kann ich mal so gucken, was ihr so getrieben habt. Am Silvester. Ja, ich denke,
Dieser Part sollte auffallen. Einfach, dass ich den Titel mit Latias erwähnen werde. Und da fällt es sofort auf und die Leute werden sofort draufspringen. Es ist immer das Gleiche, ne? Sobald man einen guten Titel hat mit einem geilen Thumbnail, dann springen die Leute sofort drauf. Man muss einfach gut im Marketing sein, ne? Es kommt immer auf die Werbung an, wie man es anstellt, ne? Seht ihr, es kommt wirklich immer drauf an, ne? Auch in den Let's Plays, auch im Real Life, kommt es immer an, wie man sich präsentiert, ne? Es ist doch der Knaller, was der Mensch alles machen kann, ne? Mit den Gedanken, ne? So mit, keine Ahnung. Schon krass, das Ganze. Naja, so viel hierzu, haben wir es hier also so an sich alles gemacht. Ich hoffe, warte, gab es hier nicht irgendetwas sehr Skurriles hier oben? Ja, da gab es noch etwas. Ah, da gibt es ja noch einen Trainer. Warum gibt es euch so in Massen? Was ist bloß los mit euch? Ey, ich raff's nicht, ne? Also die Entwickler hatten sehr viel Spaß mit diesen Trainern hier, sie hier überall hin zu platzieren. Ich hab keine Ahnung, was mit denen los ist. Naja, egal. Egal, ist mir jetzt an sich Wumpe, ne? Im Moment geht's mir gut und das ist doch das, was zählt. Und hier sehen wir auch alte Pokémon Knilz. Es sieht etwas tot aus, so sehr bleich im Gesicht, so etwas viel zu bleich. Ich denke, der hat etwas genommen. Ich weiß nicht was, aber ich will es auch nicht gerne wissen, Mann. Ja, Tangelos sollte sich auch mal rasieren lassen, dieser Drecksack. Ne? Der sieht auch nicht gut aus. Ich frage mich immer, wenn Pokémon, die so aussehen und wenn sie sich rasieren würden, ob sie irgendwie anders aussehen würden. Versteht ihr, was ich meine? Also, ich meine, die Entwicklung von Tangela in einem Tangelos ist ja immer mit diesen komischen Haaren. Und was wäre, wenn ein Tangela ohne Haare sich entwickeln würde? Würde es dann auch so aussehen oder würde es... Versteht ihr, was ich meine? Ob diese Form von ihm so fest gelegt wurde, so? Und hier sollte es irgendwo... Warte, hier. Genau, sehr gut. Ich hab den jetzt nur wegen diesem Item hier besiegt. Boah, ist das mal schlecht. Dafür sollte man mich schlachten, ey. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, ne? Oder stellt euch vor, ihr würdet einem Ponita diese komischen Flammen ausmachen, ne? Die es am Rücken hat, ne? Und dann würde es sich in einen Galopp entwickeln. Dann hätte es auch wiederum keine Flammen mehr am Körper. Und das wäre voll blöd. Aber es wäre cool. Könnte man voll Pokémon-Sklavenhandel betreiben, ne? So und sich so. Mit Pokémon... Keine Ahnung. Keine Ahnung, also mir würde vieles einfallen, wie ich Pokémon foltern könnte. Ich würde es natürlich nicht machen, aber sowas wäre cool. Stellt euch vor, keine Ahnung. So eine geile Entwicklung. Warte, was würde mir einfallen? Also das mit dem Tangelos war ein sehr gutes Beispiel. Verdammt, ob ich jetzt ein besseres finden werde, weiß ich jetzt nicht. Warte. Ein sehr skurriles Pokémon, was noch skurriler aussehen würde, wenn etwas fehlen würde. Fällt euch irgendeins ein? Also mir nicht. Nicht direkt. Verdammt, mir fällt keins ein. Sorry Leute, aber ich bin gerade zu beschränkt, um zu denken. Naja. Egal, ihr wisst aber bestimmt, was ich meine. Tias ist gut. Hör auf, hier rumzuspacken, Latias, Mann. Und hier kommt es jetzt. Yeah. Okay, kommt eben nicht hier. Oder war es hier? Ach stimmt, das war hier. Okay, ich werde hier einen kurzen Savey setzen. Machen wir mal einen Savey, damit dieses Teil auch nicht wegfliehen kann. Wen habe ich jetzt an der Front gelassen? Ich habe das falsche Pokémon. Dang it. Ich muss irgendeins holen, das den Gegner paralysieren kann. Ich denke, mit Illawolkit sind wir bestens beraten. Oh yeah. Ja, komm. Latias, bitte, pack nicht rum. Tu mir den Gefallen. So, hier ist es. Latias. Ist eins der legendären Pokémon aus der Höhenregion. Und ist die Schwester von Latios, wie, ja, die meisten wissen sollten. Dieses hier bekommt ihr in der weißen Edition, also in der weißen Edition 2. Und das andere bekommt ihr in der anderen, der schwarzen Edition 2. Ich weiß nicht wirklich, warum es gerade hier auftaucht. Es macht auch irgendwie nicht wirklich Sinn. Und ich denke, die Entwickler wollten auch nicht, dass es irgendwie Sinn macht. Man soll es einfach fangen, um es dann irgendwie zu haben. Und das ist es auch. Das war auch der Sinn, im Sinn. Das ist die geilste Attacke, die es gibt für mich. Warum heilt es mich? Warum hat es mich gerade geheilt? Gibt es eine Taktik mit dieser Attacke? Ne, so ganz im Ernst.
Also mir würde da nichts einfallen. Und es ist gerade Tag. Ist das blöd? Jetzt kann ich meine Finsterbälle nicht mehr einsetzen. Verdammt, ich hätte den Part eher aufnehmen sollen. So um 6, um 5 Uhr morgens. Da hätte ich Zeit gehabt. Egal. Naja, ich musste noch Mario Kart aufnehmen. Ach ja, für die, die es nicht wissen. Ich Let's Play gerade Mario Kart. Für die, die nicht gerade informiert sind von euch. Ne? Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wer gerade dieses Let's Play guckt. Also, ich spiele gerade Mario Kart als Let's Play. Also Mario Kart DS, ne? Falls ihr Bock habt, könnt ihr mal nachgucken und ja. Auch für die, die dieses Let's Play später mal gucken. Guckt auf meinen Kanal vorbei, falls ihr Mario Kart Fans seid. Könnt ihr mal gucken, wie ich Mario Kart zocke. Ne? Ist voll cool, ne? Ist so voll chillig. Ich mach das voll like a boss. So voll abchillen, Mann. Eins. Fuck. Ey, ich werde wohl keine Probleme beim Latias bekommen, ne? Das kann's jetzt nicht geben. Latias, bitte tu mir das nicht an, ne? Das wäre ja voll uncool. Mist, ich hätte warten sollen, bis es dunkel ist. Ich muss ja unbedingt den Part morgens aufnehmen. Ja, okay, ich muss den auch jetzt für euch hochladen, jetzt demnächst. Heute am dem gleichen Tag, ist das mal cool. Ich bringe auch immer Sachen fertig, das ist ja der Wahnsinn. Ich muss mit Finsterbällen klarkommen. Hyperbällen. Dang it. Komm. Eins. Fuck off. Okay, das Ganze etwas beschleunigen. Was stärkt es hier überhaupt? Denn, okay, es senkt meinen Angriff. Und damit kann ich leben, ganz ehrlich. Ich werfe mal einen Flottball, ne? Ich meine, ein ungewöhnlicher Ball, der zu Beginn eines Kampfes... Ja, ist doch egal, ob es am Beginn ist oder später im Verlauf des Kampfes. Ist mir doch Wumpe, Mann. Einfach mal werfen. Fuck. Warum ist der am Anfang des Kampfes wirksam, wenn der Gegner noch volle KP drauf hat? Fuck Logic. Wiederball würde nicht viel Sinn machen. Teurerball noch viel weniger. Timerball kann ich später benutzen. Ich werfe mal einfach einen Pokéball. Sagt jetzt nicht, ey, warum wirfst du einen Pokéball? Lasst mich einfach, ich mach das schon. Ab und zu hat man mit einem Pokéball mehr Chance als mit einem Hyperball. Also, man weiß ja nie. Sagen wir es mal so. Also, in der feuerroten Edition hatte ich das Mewtwo öfters mit einem Pokéball gefangen als mit einem Hyperball. Also, kommt mir jetzt nicht mit Ausreden, ne? Also der Pokéball ist schon ein Boss. So, hier werfe ich mal einen Superball. Ja, das abwechselnde Penetrieren von whatever. Eins. Fuck. Was? Ey, dieses Pokémon hat ja gar nichts drauf. Es hat ja die schwulsten Attacken, die es gibt. Davon träume ich nachts. Ey, ich könnte es theoretisch noch mit einem Surfer angreifen, aber ich habe so Angst, dass es krepieren könnte. An sich ist es mir egal, ne? Also... Ich kann es ja nochmal probieren, aber ich will mir die Mühe nicht machen. Er hätte ich jetzt bloß irgendwie paralysiert. Mann, Mann, Mann. Doof. Unser erster legendärer Kampf und es verläuft gerade sehr mysteriös und skurril. Dun, 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 dun. Eigentlich wollte ich die legendären Pokémon alle gleichzeitig fangen, so eine nach dem anderen, aber irgendwie... Keine Ahnung. Ich wollte den Anfang jetzt spaßhalber machen, damit ihr endlich mal etwas habt, was cool ist. Nicht immer die Trainerkämpfe und die Stadt erforschen und weiteres. Also ich denke, die drei Parts vorhin waren jetzt nicht der derbe Knaller, aber die waren schon nicht schlecht. Komm! Ja, ja! Ey, ich hatte schon Angst, ich müsste... Trilliarden Jahre mit dem kämpfen. Oh mein Gott, ich bin so ein Boss, ne? Ah, geil. Geil. Da-da-da-dum. Da-da-da-dum-dum. Was? Ach, er Seelentau. Ey, kann mir einer sagen, wie dieses Item auf einmal aufgetaucht ist? Einfach hier so? Also es hätte mehr Sinn gemacht, wenn es hier stehen würde. So vor diesem Ding hier. Oder hinter mir, oder... Ne, es würde überhaupt keinen Sinn machen, also... Fuck Logic. So, damit hätten wir unser erstes legendäres Pokémon, ein Latias, OMG. Und wo war ich stehen geblieben? Ach ja, die Parts, die drei letzten Parts wurden nicht so derbe gesehen, da es einfach da nichts passiert ist. Nicht viel. Ja, ich kann leider nichts dafür, ich meine, ich bin kein Zauberer. Ich kann nicht jedem einen Gefallen machen. Auf jeden Fall denke ich, dass die nächsten besser werden. Also sie... Mein Commentary ist ja immer gut, aber das, was ihr sehen wollt, ist natürlich immer etwas ganz anderes. Ich meine, einige wollen nur die geilen Kämpfe sehen, einige wollen die legendären Kämpfe sehen und einige wollen nur mir beim Sprechen zuhören. Also ich kann leider nicht jedem das bieten, was er möchte, aber
Trotzdem kann ich jedem was bieten. Einfach die Parts angucken, die ihr gerade Bock habt, und dann haben wir auch alles. So, haben wir jetzt hier alles gemacht? Ich denke schon. Ey, kann ich nochmal gegen diese komischen Trainer kämpfen? Das wäre geil. Ey, Leute, kann ich gegen euch kämpfen? Ihr seid witzig und cool drauf. Wenn ja, möchte ich diesmal mit dir kämpfen. Du bist cool. Okay, mit Elevolkit wäre das so sehr geil. Ne? Oder wär's geil? Warte. Nee, dann wär's besser mit dem hier, ne? Oder warte. Ja, ich habe ja Stromisierer und der andere hat das. Okay, ich kämpfe mit dem mal. Also ich denke, man kann jeden Tag mit denen hier so einen Doppelkampf machen. Und ich denke, das ist eine gute Sache. Man kann hier sehr gut trainieren. Und die Kämpfe sind schon interessant mit denen hier, muss ich sagen. Die sind jetzt nicht schlecht. Man muss auch bedenken, das hier waren die Arena-Leiter in dem letzten Spiel, ne? Also in dem ersten Weißteil, ne? Also sollte man die nicht unterschätzen. Aber trotzdem sieht man, dass die Pokémon von ihnen nicht so stark sind, ne? Ihr seht ja gerade, sie haben die erste Stufe von denen, oder diesen Fisch, der hat nicht mal eine Entwicklung. Und das andere Teil weiß ich nicht mal, ob es eine Entwicklung hat. So weit bin ich bei Pokémon, ja, genau so weit. Also ich frage mich, warum ihr überhaupt mein Let's Play guckt. Ich habe fast keine Ahnung von den Pokémon, die hier vorkommen, und ihr guckt mir trotzdem gerne zu. Warum guckt ihr mich, Leute? Sagt es mir jetzt sofort. Nur weil ich geil bin? Ich kann nichts dafür, so bin ich geboren worden. Denn das meine ich nicht mal egoistisch. Ich bin einfach geil. So Mensch, vom menschlichen Teil her. Habe ich einen unmenschlichen Teil? Wenn ja, stelle ich mir gerade krass derbe Fragen. Kann ich den hier hiermit beefen? Ja, kann ich. Ich habe leider Angst, dass der Typ hier ins Gras beißt. Bitte nicht sterben, bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Stromstoß. Töte mich nicht. Boah, der krasse, derbe Wahnsinn. Na klar, er greift meinen Pokémon an. Yay, voll doof. So, Funifras greift den anderen an. Das sollte den hier töten. Sehr nice, I like that, I really like it. Wen soll ich hier jetzt nehmen? Der Typ hat jetzt noch ein Dings und ein Dings mich weg. Keine Ahnung. Ich nehme Hermes. Hermes ist Boss. Ein Tentantel. Und ein Sodachita. Okay, ich nehme mir das vor und du nimmst dir das andere vor. Los geht's. Tja, da kann man nichts viel zu sagen. Das war halt Pech, ne? Donnerschlag auf dich, Mann. Sehr gut. Und tot. Noch ein Volltreffer dazu. Und Hermes bekommt noch ein Level Up. Seht ihr? Hermes ist Boss. Okay, der verstärkt noch seine Werte. Also eigentlich seinen Angriff und seine Verteidigung. Aber ich denke, mit Flampion und Hermes sollte das irgendwie klappen, oder? Was denkt ihr? Ich weiß nur nicht, was ich gegen den einsetzen soll. Erdbeben wäre blöd. Ich mache einfach Donnerschlag. Ich denke, Flampion sollte das alleine lösen können. Seht ihr? Flammenblitz for the win. Sehr schön. Also wie gut sehen könnt, kann man hier wirklich sehr gut trainieren. Und die Kämpfe machen Spaß. Bin geil, ja. Ich meine, kann man wirklich so einige Sachen austesten. Und ja, ich war ziemlich gut. Yay. Wurden auch meine Pokés wieder geheilt. Ich hoffe, es ist ganz stark. Denn, ja, weil Baum. Ja, wenn nicht, werde ich das offscreen sowieso machen. So, der nächste Ort, an dem wir uns begeben, ist die Route 2. Und hier sagt mir einer, ich soll hinter dem Schild hier etwas lesen. Da hat jemand etwas auf die Hinterseite des Schildes geritzt. Medaillen gibt's, die gibt's gar nicht. Okay. Okay, was soll das bedeuten? Medaillen gibt's, die gibt's gar nicht? Okay, fuck logic. Naja, Leute, ich denke aber, das reicht auch für diesen Part hier. Im nächsten Part werden wir uns diese Route hier angucken und, ja, wir werden dann bestimmt den Kampf gegen Bell machen. Bell hat übertrieben geile Pokémon. Das müsst ihr euch unbedingt angucken. Und ja, nicht verpassen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch dieser Kampf hier gefallen hat, also mit Latias und die weiteren Kämpfe, würde ich mich wie immer über Unterstützung freuen. Sagt mir, was ihr im Silvester gemacht habt und alles weitere, was ich gesagt habe. Wir sehen uns hier wieder. Tschüss, euer Bladius.